Hi Freunde von Born2Pflege, ach cool, ich grüße euch nach einer zweiwöchigen Sommerpause, den Osterferien, aber es ist cool, jetzt wieder am Start zu sein und ich grüße euch mit einem Zitat von Nadine Assmacher, das mir so gefallen hat. Ihr findet sie unter Pflegebooster, auch auf Instagram, und sie hat gesagt, Führung heißt für mich, eine Welt zu gestalten, der andere Menschen gerne angehören wollen. Wow! Einen Wohnbereich zu gestalten, in dem Pflegebedürftige sein müssen, aber eben gern dort sein dürfen. Eine PDL zu sein, deren sich Pflegekräfte gern anschließen, weil sie eine Welt gestaltet, in der Pflegekräfte gern arbeiten. Wow! Was für ein Auftrag! Beim Schaffen von dem wünsche ich dir alles Gute. Klar, und ich möchte dich auf unsere neue Folge am Mittwoch hinweisen, nämlich warum Veränderungen am Ende zufrieden machen. Was? Fragst du dich jetzt wie? Ich hasse Veränderungen. Nein, ich habe einen tollen Gast am Start, Frank von Pablocchi. Und der ist der festen Überzeugung, dass dich Veränderungen am Ende zufriedener machen. Und was für eine Haltung es von deiner Seite aus braucht und wie ihr mehr Zufriedenheit in euer Pflegeteam reinbekommt, auf euren Wohnbereich reinbekommt, in der ganzen Einrichtung reinbekommt und letztendlich auch bei dir selber. Deswegen, ich freue mich schon auf Mittwoch und freue mich, wenn du am Start bist. Ciao!